Hallo zu meinem nächsten Video zur grafischen Darstellung von Brüchen. Die Aufgabe hier besteht darin, die Bruchzahl aufzuschreiben, die hier dargestellt wird, also die Teile, die in Farbe angemalt sind. Betrachten wir zunächst dieses Quadrat. Zuerst müssen wir herausfinden, was unser Nenner ist. Dafür müssen wir nur die einzelnen Teile in unserem Ganzen abzählen. Also hier 1, 2, 3, 4. Das bedeutet, dieses Quadrat ist in 4 gleich große Teile aufgeteilt. Und das ist unser Nenner. Im nächsten Schritt wollen wir herausfinden, was unser Zähler ist. Also der Teil oder die Teile, die angemalt sind. In dem Fall ist es 1. Das bedeutet, die Bruchzahl, die hier im Quadrat dargestellt ist, ist genau 1 Viertel. Schauen wir uns den Kreis an. Zuerst finden wir wieder unsere Nenner heraus. Dafür zählen wir wieder die gleich großen Unterteilungen ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das bedeutet, unser Nenner ist die 8. Im nächsten Schritt schauen wir uns wieder die Teile an, die ausgemalt sind, denn die stellen unseren Zähler dar. In dem Fall sind es genau 3. Das bedeutet, die Bruchzahl, die der Kreis darstellt, ist 3 Achtel. In dieser Form gehen wir ebenfalls gleich vor. Das bedeutet, wir schauen uns wieder unseren Nenner an, indem wir die gleich großen Teile abzählen. In dem Fall sind es 4 Stück. Das bedeutet, unser Nenner ist die 4. Im nächsten Schritt betrachten wir wieder die Teile, die angemalt sind. In dem Fall sind es 3. Das bedeutet, unser Zähler ist die 3, unser Nenner ist die 4 und die Bruchzahl ist genau 3 Viertel. In der nächsten Form gehen wir wieder gleich vor. Der Nenner zeigt uns an, in wie viele Teile das Ganze aufgeteilt ist. In dem Fall sind es 1, 2, 3 Stück. Und die Teile, die hier angemalt sind, ist unser Zähler, also die 2. Und unsere Bruchzahl ist deswegen 2 Drittel. In der nächsten Figur machen wir ebenfalls wieder dasselbe. Wir schauen uns zuerst an, was der Nenner ist und zählen die einzelnen gleich großen Teile ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das bedeutet, unser Nenner ist die 8 und die Teile, die angemalt sind, stellen unseren Zähler dar. In dem Fall sind es 3 Stück. Das bedeutet, unsere Bruchzahl ist 3 Achtel. Nun versuchen wir das Ganze einmal in die andere Richtung. Wir haben hier verschiedene Bruchteile gegeben und jetzt müssen wir die Figuren nach den Bruchteilen ausmalen. Dazu gehen wir wieder wie folgt vor. Wir betrachten uns zuerst den Nenner und dann den Zähler. Wenn wir uns bei so einem Beispiel zuerst den Nenner betrachten, kontrollieren wir, ob die geometrischen Figuren auch wirklich in den gleich großen Teilen, die der Nenner angibt, aufgeteilt sind. Fangen wir an. Wir haben hier den Bruch 7 Neuntel. Das bedeutet, wir betrachten uns zuerst die 9 und schauen, ob unsere geometrische Figur, in dem Fall der Balken, in 9 gleich große Teile aufgeteilt ist. 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, das stimmt. Im nächsten Schritt schauen wir uns den Zähler an. Das ist in dem Fall die 7. Das bedeutet, wir müssen 7 von den 9 gleich großen Teilen ausmalen, um diesen Bruchteil grafisch darzustellen. Und das sieht dann so aus. Bei der nächsten geometrischen Figur sollen wir 5 Achtel darstellen. Kontrollieren wir zuerst einmal, ob wir auch wirklich 8 gleich große Teile haben. Ja, hier haben wir wieder 8 gleich große Teile, was unseren Nenner darstellen soll. Im nächsten Schritt schauen wir uns wieder den Zähler an, in dem Fall die 5, der uns ja sagt, dass wir 5 von diesen 8 gleich großen Teilen ausmalen sollen. Und das sieht dann so aus. Im nächsten Beispiel müssen wir 4 Fünftel darstellen. Wir haben hier auch wieder 5 gleich große Teile, die unseren Nenner darstellen. Und unser Zähler zeigt uns an, wie viele von den 5 gleich großen Teilen wir ausmalen müssen. Und das sieht dann so aus. Im letzten Beispiel ist nach 4 Sechstel gefragt. Und falls ihr mir nicht glaubt, dass das wirklich immer gleich große Teile sind, hier ist der Beweis. Ich habe hier ein einzelnes Stück ausgeschnitten und lege es jetzt an. Ihr seht hier, oder ob ich es hier anlege, es ist gleich groß. Also, wir wissen nun, es sind 6 gleich große Teile. Und der Zähler, in dem Fall die 4, zeigt uns ja wieder an, wie viele Teile von diesen 6 gleich großen wir anmalen müssen. Und das sieht dann so aus. Im nächsten Video gibt es dann noch weitere Beispiele zur Darstellung von Brüchen.